Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Abendveranstaltung. Ich bin Oberstleutnant Schlaffer, der Direktor des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr mit den Standorten in Dresden, auf der Festung Königstein und auf dem Flugplatz in Berlin-Gatow. Vor etwas mehr als 80 Jahren geschah etwas, das in unserer Erinnerungskultur kaum noch präsent ist. Nach der Landung britischer, kanadischer und US-amerikanischer Streitkräfte in Sizilien stürzte die faschistische Diktatur unter der Führung von Benito Mussolini. Das bis dahin an der Seite des Deutschen Reiches kämpfende Italien kapitulierte am 8. September 1943 und schloss einen separaten Waffenstillstand mit den Alliierten. Der Bruch der sogenannten Achse Berlin-Rom ließ aus einem Freund einen Feind werden. Die neue Lage traf die militärischen Truppenverbände der ehemaligen Verbündeten auf unterschiedliche Weise. Deutsche Verbände waren durch den sogenannten Fall Achse auf das Ausscheiden Italiens aus dem Krieg vorbereitet und besetzten in wenigen Tagen große Teile Italiens sowie die bis dato italienisch kontrollierten Gebiete. Wenn nötig, wurden die Soldaten des ehemaligen Verbündeten mit brutaler Gewalt entwaffnet. Gleichzeitig befanden sich die italienische Regierung und ihre Streitkräfte in Auflösung. Nur vereinzelt kam es zum militärischen Widerstand gegen die Wehrmacht. In den folgenden Wochen wurden aus Hunderttausende italienische Soldaten als Zwangsarbeiter in das Deutsche Reich deportiert, wo sie besonders hart und entgegen der Bestimmungen der Genfer Konventionen behandelt wurden. Italien selbst verwandelte sich in den folgenden 20 Monaten zu einem Kriegsschauplatz zwischen der deutschen Wehrmacht, den Alliierten und der entstehenden Partisanenbewegung. Neben militärischen Gefechten ereigneten sich dabei auch zahlreiche Kriegsverbrechen. 80 Jahre nach der Kapitulation Italiens spielen das Geschehen in Italien und das Schicksal der italienischen Zwangsarbeiter sowie die Kriegsopfer in der deutschen Erinnerung bestenfalls eine Nebenrolle. Gleiches gilt für die justizielle Aufarbeitung. Auch der diesjährige Jahrestag hat daran nichts geändert. Dieses wenig bekannte, aber dennoch wichtige und weitreichende Ereignis des Zweiten Weltkrieges zu behandeln, ist uns daher ein besonderes Anliegen. Dass wir darüber in unserer heutigen Abendveranstaltung sprechen, verdanken wir der Initiative der Gedenkstätte Ehrenhain-Zeitheim. Die Initiative zu diesem Thema kam aus Zeitheim. Dafür möchte ich dem Leiter sowie dem Referenten der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der Gedenkstätte Ehrenhain-Zeitheim danken. Ich freue mich besonders, dass Sie, sehr geehrter Herr Dr. Nagel, und Sie, sehr geehrter Herr Spindler, heute anwesend sind und heiße Sie herzlich bei uns willkommen. Erlauben Sie mir nun, Ihnen unsere Podiumsgäste vorzustellen. Beginnen möchte ich mit Herrn Oberstaatsanwalt Thomas Will, hier von Ihnen aus gesehen links. Herr Will trat 1994 in Dessau in den höheren Justizdienst des Landes Sachsen-Anhalt ein. 2003 wurde er an die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufarbeitung und Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen abgeordnet. Ab 2010 nahm er die Geschäfte des stellvertretenden Behördenleiters der zentralen Stelle wahr. Seit 2020 leitet Herr Oberstaatsanwalt Thomas Will die Behörde, deren Aufgabenschwerpunkt es ist, nationalsozialistische Gewaltverbrechen zu ermitteln und Täter aus dieser Zeit zur Verantwortung zu ziehen. Hier handelt es sich vor allem um die Prüfung der Strafbarkeit von ehemaligem Personal in Vernichtungs- und Konzentrationslagern,
aber auch um die Auswertung von Archiven und die Ermittlung zu Tatorten. So beispielsweise auch in Italien. Sehr verehrter Herr Oberstaatsanwalt Will, ich begrüße Sie recht herzlich im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr. Mit nationalsozialistischen Gewalt- und Kriegsverbrechen beschäftigt sich auch unser nächster Gast, Herr Dr. Carlo Gentile, hier rechts von mir, studierte neuere Geschichte, Judaistik und historische Hilfswissenschaft an der Universität zu Köln. Dort erlangte er zunächst den Magister Artium und 2008 den Doktorgrad mit einer Arbeit zur Rolle der Wehrmacht und der Waffen-SS im italienischen Partisanenkrieg von 1943 bis 1945. Seine Arbeit gilt seither als eines der grundlegenden Werke über die deutschen Kriegsverbrechen in Italien. Deshalb ist Herr Dr. Gentile immer wieder als Sachverständiger und Gutachter bei Strafverfahren wegen NS-Gewaltverbrecher gefragt. Seit 2005 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Martin-Buber-Institut für Judaistik und lehrt dort unter anderem zur Geschichte der Shoah und zur Geschichte des modernen Israel. Sehr geehrter Herr Dr. Gentile, auch Sie möchte ich herzlich im Militärhistorischen Museum willkommen heißen. Rechts von gesehen von Herrn Dr. Gentile, von Ihnen aus links, ist Andrea Gebhardt, eine weitere Historikerin heute zu abends zugegen, die sich auch schon seit Jahren mit dem nationalsozialistischen Gewaltverbrechen in Italien auseinandersetzt. Frau Gebhardt studierte in Marburg, Hamburg und Rom Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Kunstgeschichte und neue deutsche Literatur. Ehrenamtlich engagiert sie sich seit den 2000er Jahren für die Errichtung eines Erinnerungsortes zur zivilen Zwangsarbeit in Schöneweide natürlich. Bis 2006 wirkte sie in der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen bei verschiedenen Ausstellungen mit. Diese Arbeit setzte sie ab 2006 im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin der Stiftung Topographie des Terrors fort. Hervorzuheben ist dabei die Ausstellung Zwischen den Stühlen, die Geschichte der italienischen Militärinternierten 1943 bis 1945, die Frau Gebhardt kuratierte. Sehr geehrte Frau Gebhardt, auch Sie heiße ich heute herzlich willkommen. Schließlich möchte ich Ihnen mit Andrea Dernbach noch die Moderatorin des heutigen Abends vorstellen. Frau Dernbach absolvierte ihre journalistische Ausbildung an der Henri- oder Ori-Nannenschule. Bevor sie 1999 zum Tagesspiegel kam, arbeitete sie als Nachrichtenchefin der Badischen und der Stuttgarter Zeitung. Derzeit ist sie für den Tagesspiegel als Südeuropa-Redakteurin im Ressort Internationale Politik tätig. Mit dem Thema des heutigen Abends beschäftigt sich Frau Dernbach schon seit den 1990er Jahren, vor allem aufgrund des Prozesses über das Massaker von Cajazzo. Sehr geehrte Frau Dernbach, auch hier herzlich willkommen bei uns im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr. Sehr verehrte Gäste, wie bei unseren Veranstaltungen üblich, Stammgäste kennen das inzwischen schon, werden Sie sich nach dem Podiumsgespräch mit Fragen oder Kommentaren beteiligen können. Bitte treten Sie dazu an das vorbereitete Standmikrofon hier vor Ihnen oder vor mir und bei Ihnen. Stellen Sie sich bitte eine kurze und prägnante Frage und halten Sie sich bitte, auch wenn Sie sich noch für so berufen halten, kein Co-Referat. Für vertiefende Gespräche mit unseren Gästen möchte ich Sie schon an dieser Stelle zu unserem Empfang nach der Veranstaltung einladen. Für die finanzielle Unterstützung hierzu bedanke ich mich wieder einmal recht herzlich bei unserem Förderverein. Ohne Sie und Ihr Engagement wäre viel nicht möglich. Nunmehr danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf die Diskussion und übergebe nun an die Moderatorin Andrea Dernbach. Dankeschön, Herr Dr. Schlaffer. Danke für die netten einleitenden Worte. Ich kann mich dem nur anschließen. Wir würden uns hier oben alle sehr freuen, wenn Sie
lebhaft mitdiskutieren würden, Fragen stellen würden. Ich werde darauf achten, die Uhr ist groß genug, dass wir dafür genug Zeit haben werden. Herr Dr. Schlaffer hat es bereits gesagt, Herr Gentile, 8. September, die Achse bricht, zumindest der italienische Teil des Dreierbündnisses beendet für sich den Zweiten Weltkrieg, er ist aber nicht zu Ende. Wenn wir das nehmen, was Herr Dr. Schlaffer bereits gesagt hat über die Gesamtsituation, was tat sich auf dem Territorium Italiens? Naja, man kann natürlich diese Geschichte nicht unbedingt mit dem 8. September 1943 anfangen lassen, weil diese Geschichte auch eine Vorgeschichte hat, auf die ganz kurz eingehen möchte. Italien, als es 1943 besetzt worden ist, war kein friedliches Land. Es war nicht Frankreich oder ein anderes Land, das nicht aktiv in den Krieg bis jetzt eingegriffen hatten, sondern war ein Land, das seit Mitte der 30er Jahren aktiv die Stabilität in Europa durch Interventionen im Spanischen Bürgerkrieg, durch den Äthiopienkrieg aufs Spiel gesetzt hat. Und als sie in die Isolierung durch ihre Politik gedrängt wurde, hat sie sich nach neuem Partner umgesehen und in NS-Deutschland, in Adolf Hitler, dann ihr Wahlpartner gefunden. Und nach 1938 bis 1943 war Italien politisch und militärisch das wichtigste Partner NS-Deutschland. Und die italienischen Truppen, die haben an allen Fronten gekämpft mit recht unterschiedlichen Erfolgen, mussten immer wieder von deutschen Truppen und Kontingenten unterstützt werden. Und vor allem italienische Soldaten waren sehr lange Besatzungssoldaten in Südrussland, auf dem Balkan, in Griechenland und in Südfrankreich. Insofern war es jetzt wirklich kein friedliches Land, das besetzt wurde. Man sollte die brutalen Kolonialkriege in Abessinien, Libyen erwähnen. Natürlich, das ist ja bekannt, dass ja 1935, 1936 nicht nur mit Massenerschießungen, sondern auch vor allem mit Giftgasangriffen, der Widerstand der äthiopischen Armee gebrochen wurde. Ab 1943 kam das faschistische Italien, das faschistische und das monarchistische Italien in eine tiefe Krise. Es war eine politische, eine militärische, eine wirtschaftliche und überhaupt eine sehr tiefe Krise. Und diese Krise häuserte sich in den Versuch, die Krise zu lösen durch den Versuch, aus dem Bündnis mit Deutschland auszuscheren. Und als Benito Mussolini im Sommer 1943 nicht imstande gewesen ist, Hitler umzustimmen, um einen Separatfrieden mit den Westalliierten einzuleiten, dann ist er abgesetzt worden. Gleichzeitig bildeten sich in Italien aber neben den Faschismus und den Anhänger Mussolinis eine immer stärkere Widerstand gegen den Faschismus, die Antifaschisten. Und aus diesem Konflikt nach der Besetzung durch deutsche Truppen in September 1943 entwickelte sich ein regelrechter Bürgerkrieg innerhalb der italienischen Gesellschaft. Und diesen Bürgerkrieg wurde dann durch die Intervention von deutschen Truppen dann noch verstärkt. Und es kam, wie schon bereits erwähnt,
zu einer großen Anzahl von Kriegsverbrechen und Tötungshandlungen an der italienischen Zivilbevölkerung. Herr Gentile, Sie gehörten ja auch der Historikerkommission an, die genau das aufgearbeitet hat vor inzwischen etwas mehr als 10 Jahren. Vielleicht können wir ein paar Zahlen noch nennen. Was ist damals passiert? Ich müsste jetzt auch nachsehen. Wir hatten, glaube ich, wie viel 1000 zivile Opfer? 10.000 etwa, ne? Also Kinder, Frauen, Alte. Also das ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Also ich habe ausgerechnet, dass insgesamt direkt oder indirekt durch die deutsche Besatzung etwa 70.000 Italiener das Leben verloren haben. Darin enthalten sind natürlich die Militärinternierten, die Juden, die nachher in die Vernichtungslager verschleppt worden sind, und die etwa 10.000 Zivilisten, die im Zuge von Repressalmaßnahmen, von Massenerschießungen, von Massakern in Dörfer getötet worden sind. Insgesamt hatte Italien 155.000 Tote während dieser Zeit, also knapp die Hälfte ist das direkt oder indirekt durch die deutsche Besatzung zustande gekommen. Die anderen durch Luftangriffe und durch die Kampfhandlungen der alliierten Truppen. Vielen Dank für den Hinweis auf die jüdischen Opfer, der Versuch, möglichst viele Juden noch zu töten, also der umzubringen, hat sich ja auch 1943 eben stark vermehrt. Nicht, dass sie vorher nicht in Gefahr waren, es gab auch die Rassengesetze, es gab Verfolgung in Italien, aber ich glaube 7.000 Juden sind da noch in diesen nicht ganz 2 Jahren praktisch alle sofort in den Tod geschickt worden. Ja, zwischen 8.000 und 9.000 sind deportiert worden und fast 8.000 haben es nicht überlebt. Ja. Also. Wenn wir von Erinnerung sprechen, und es gibt Gründe zu sagen, dass dieser Teil Erinnerung in der Tat nicht stattgefunden hat oder immer sehr unter ferner liefen kam, kann man das, wie kam das? Also ich habe so ein paar Beispiele gesammelt. Es gab 55 den Reda-Prozess, das war einer der, also der Haupttäter. 51. Ah so, aber ich dachte, war nicht 55 das, wir müssen uns jetzt ständig die Zahlen zuspielen, weil er ist der Fachmann und ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Ich dachte, das Urteil sei 55 ergangen. Nein, 51, gut. Jedenfalls in den 50er Jahren, ich bin jetzt vorsichtiger. Es gab in den frühen 60er Jahren den Film, einen italienischen Film über den Aufstand in Neapel, die 4 Tage von Neapel, der auch in Deutschland rezipiert wurde und über den sich einigermaßen aufgeregt wurde. Es gab dann 82 das Buch von, da bin ich mir sicher, Erich Kubi, Verrat auf Deutsch, wo es genau darum ging, also die Erzählung umzudrehen. Der Deutschen, die Italiener haben uns verraten, die sind aus dem Krieg ausgetreten. Nein, die Deutschen haben die Italiener mehr oder weniger ans Messer geliefert. Es gab dann noch den Priebke-Prozess. Es gab immer wieder Konjunkturen für das Thema. Wie erklären Sie sich, warum das dennoch nie wirklich, ja, und die Entschädigungsfrage war natürlich auch eine in den Ende 90er, Nullerjahre. Wieso kann man sagen, es gab keine Erinnerung daran, nach alledem? Naja, so kann man das natürlich nicht sagen. In Italien gab es natürlich eine sehr starke Erinnerung. Das hat niemanden vergessen. Es gab eine geteilte Erinnerung, die entlang der politischen Richtungen, die Antifaschisten, die linken Kräfte und die Katholiken, die Rechten, die sehr unterschiedliche Auffassungen auch bezüglich dieser Vergangenheit hatten. In Deutschland war es anders. In Deutschland, da hat man es natürlich erstmal vergessen. Aber in der unmittelbaren Nachkriegszeit hat man in Deutschland zu dieser ganzen Thematik geschwiegen. Das war Klassik. Man hatte auch nicht über andere Verbrechen der NS-Zeit sich damit beschäftigt. Es fängt so langsam, dass man beginnt, über die Taten in Italien in den 60er Jahren zu sprechen. Es gab
Anfang der 60er bis Mitte der 60er, frühen 70er Jahre, Artikel im Spiegel, die zum Beispiel das Massaker der italienischen Soldaten auf der Insel Kefalonia benannt haben. Der Fall des Münchner Weihbischof Defregger, der als junger Bataillonskommandeur in Italien eine Erschießung von 10 Zivilisten befohlen hat. Und viele solcher Fälle. Und dann kam erstmal die nicht viel bis in den 90er Jahre hinein. Dann kam die Wehrmachtsausstellung und die Wehrmachtsausstellung war ein richtiger Gamechanger für die Erinnerung an den Gewalttaten des Krieges. Und danach verändert sich stark die Erinnerung an diese Verbrechen. Wenn es fängt die Phase, über die er will sicherlich noch sprechen wird, der italienischen, der Versuch Italiens in den 90er und früher 2000er Jahren, die alten Kriegsverbrecherfälle wieder aufzunehmen und neu zu verhandeln. Und gleichzeitig beginnt auch in der Bundesrepublik ein Umdenken und die hohen Würdenträger der Bundesrepublik beginnen, solche Orte vom Massaker in Italien zu besuchen. Es fängt 2002 mit Bundespräsident Johannes Rau, der Mazzabotto besucht, und dann geht es weiter. Und Mazzabotto war wirklich ein Symbol des Partisanenkrieges, ein Symbol auch des kommunistischen Widerstands. Und es wäre sicherlich vor dieser Zeit unmöglich gewesen, für einen deutschen Politiker sich dort sehen zu lassen. Also es verändert sich in dieser Zeit sehr stark. Sie haben jetzt mit anderen zusammen ein Projekt begonnen, das auch im Internet bereits zu finden ist, wo es Ihnen um eine ganz spezifische Erinnerung geht, bei der Sie eine Lücke sehen, nämlich die Täter. Und das sehen Sie und Ihre Gruppe als eine Möglichkeit auch sozusagen an Italien was zurückzugeben, also eine Möglichkeit zu eröffnen, sich mit den tatsächlichen Tätern auseinanderzusetzen. Was erfährt man über die Täter? Es haben ja nicht alle Memoiren hinterlassen. Und Ihre Website ist auch noch nicht ganz fertig, die wird ja weiter bearbeitet. Worauf hoffen Sie da? Naja, wir präsentieren, wir zeigen in unserer Webseite erstmal eine ganze Anzahl an Biografien von ehemaligen Offizieren, die irgendwie in diesen Kriegsverbrechen verwickelt worden sind, die zum Teil vor Gericht gestellt worden sind, manche nicht, erst später entdeckt worden sind. Wir haben Sammelbiografien von militärischen Einheiten, die sich an Kriegsverbrechen beteiligt haben, und Fallrekonstruktion. Also wir rekonstruieren anhand von deutschen Quellen diese Massaker und dem Publikum zeigen, was damals bekannt gewesen ist und was dann später daraus geworden ist, wie die Verfolgung und die Erinnerung in der Nachkriegszeit dann verlaufen ist. Wir haben festgestellt, dass in Italien extrem wenig bekannt war, konkret über die Frage, wer diese Täter sind. Es war jahrzehntelang praktisch unmöglich, aus Deutschland gesicherte Informationen über diese Personen zu erhalten. Und dieses Nicht-Wissen können, wer diese Personen waren, was sie sich dabei gedacht haben, welche Pläne sie eigentlich, welche Ziele sie verfolgt haben, indem sie diese Taten begangen, hat die Aufarbeitung innerhalb der italienischen Gesellschaft sehr schwer gestaltet. Wenn man keine Namen, keine Informationen hat, dann haben sich die Nachkommen, die Überlebenden und die Nachkommen der Überlebenden sehr nach Verantwortungen innerhalb der eigenen Gesellschaft umgesehen, haben dann Faschisten verantwortlich gemacht, Partisanen verantwortlich gemacht, die natürlich auch ihre Verantwortungen mitgetragen haben, aber sie haben eigentlich das große rosarote Elefant aus dem Raum, aus dem Blick verloren. Und das wollen wir versuchen zu ändern.
Ich habe festgestellt, dass es genügt, NS-Täter einzugeben und dann kommt man auf die Website. Also wer immer von Ihnen interessiert ist, findet da sehr gut aufbereitetes Material. Kann man auch weiterempfehlen. Es gibt es auf Italienisch, Deutsch und ich glaube auch Englisch, ne? Ja. Italienisch, Deutsch und Englisch jetzt gerade. Ich habe Flyers dabei, also wenn jemand Interesse hat, dann kann gerne sicher mich wenden. So viel Werbeteil muss sein, aber ich kann gleich weiter werben, indem ich mich an Daniela Geppert wende, die, Herr Dr. Schlaffer hat es schon erwähnt, die eine wirklich ausgezeichnete Ausstellung in Berlin kuratiert hat, die ich nur empfehlen kann, zum Gedächtnis speziell an die, wir dürfen keine Abkürzung gebrauchen, ich tue es trotzdem und erkläre es dann auch gleich kurz, an die IMI, die italienischen Militärinternierten. Das war eine Erfindung Hitlers, die waren einfach Kriegsgefangene, die aber als ausgebeutet wurden als Arbeitssklaven. Näheres wird dazu Frau Geppert sagen. Damit wären wir wieder bei den Opfern und zur Frage, welche Rolle hat das gespielt? Italien, war das nicht eine Fußnote im Zweiten Weltkrieg? Möchte ich ein Zitat schnell bringen, das Sie auch kennen. Gerhard Schreiber, der erste Historiker, würde ich sagen, der in den 90er Jahren die ganze Geschichte der deutschen Kriegsverbrechen in Italien auch unter diesem Titel aufgearbeitet hat, unter anderem auch die Geschichte der IMI, darüber noch ein Buch geschrieben hat, schrieb von Italien als dem möglicherweise letzten Sieg der Wehrmacht. Denn nur aus der UdSSR kamen mehr Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und mehr Material ins Deutsche Reich und die besetzten Gebiete. Frau Geppert, sagen Sie was dazu. Wer kam und was geschah den IMI, den italienischen Militärinterniten? Nein, wer waren Sie überhaupt? Ich habe es jetzt nur ganz kurz erklärt, Sie können das besser. Alles gut. Also ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass mit diesem 8.9., das ist bereits angekündigt worden, die deutsche Seite ja sehr vorbereitet war auf diesen Bündnisaustritt oder Abfall, das kann man ja so oder so formulieren. Und man hat Italien besetzt, das ist auch schon gesagt worden. Eine der Konsequenzen war ein brutales Besatzungsregime durch die Deutschen in Nord- und Mittelitalien, also den besetzten Gebieten, von den Deutschen besetzten Gebieten. Und ein Teil der Besatzungspolitik ging ins Deutsche Reich rein. Also das ging über die Grenze rüber, über die Alpen rüber und zwar in dem Sinne, als dass man Italien in dem Moment, wo man es besetzt hat, genauso als Arbeitskräftereservoir und als ein Gebiet, bei dem man sich einfach bedienen kann, auch an wirtschaftlichen Gütern betrachtet hat. Also so wie andere besetzte Gebiete auch. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und die größte Gruppe der Personen, die dann eben in den Zwangsarbeitseinsatz kamen mit dem 8.9.1943, waren die italienischen Militärinternierten. Das waren erst Kriegsgefangene. Also bis vom 8.9. bis zum 20.9. war diese Gruppe, waren Kriegsgefangene. Und dann hat Hitler, also das ist tatsächlich ein Führerbefehl, erlassen, dass die Menschen oder die Betroffenen in diesen Status der italienischen Militärinternierten überführt wurden. Das kann ich gleich auch noch mal ein bisschen genauer ausführen, warum. Das war vor allen Dingen ein Trick, um auf diese Gruppe Zugriff zu haben, ohne Rücksicht auf die Genfer Konvention, eben um sie in die Zwangsarbeit einzusetzen. Um den großen Kontext vielleicht eben nochmal aufzumachen, Frau Dernberg hat es gesagt, das Gros an Arbeitskräftematerial kam aus den Ländern der Sowjetunion. Das hat aber nicht mehr gut geklappt zu diesem Zeitpunkt. Also wir sind in einem Moment im Kriegsgeschehen angekommen, wo weder die Rekrutierung aus den anderen westeuropäischen besetzten Gebieten gut funktioniert hat, also Arbeitskräfterekrutierung, noch die Menschenmassen aus der UdSSR oder Sowjetunion in dem Maße ins Deutsche Reich gebracht werden konnten, wie man es brauchte. Deswegen hat man mit großer Begehrlichkeit auf die größte Gruppe der Italiener, auf die man jetzt Zugriff hatte, geguckt, also diese italienischen Militärangehörigen, sprich Militärinternierten. Das war der Kontext, warum man sehr, sehr schnell, also innerhalb von kurzer Zeit, diese Menschen vor allen Dingen ins Deutsche Reich, aber auch ins Generalgouvernement transportiert hat. Sie sind auch in anderen besetzten Regionen noch eingesetzt worden zu Zwangsarbeit, aber schwerpunktmäßig mit 650.000 dann im Deutschen Reich.
Nochmal zu der also zu diesem Sonderfall italienische Militärinternierte. Das ist ein völkerrechtswidriger Status gewesen, in die man sie überführt hat. Die Idee war nicht nur, dass sie dann als Zwangsarbeitende in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden konnten, sondern es ging dann auch tatsächlich darum, dass dieser Status eine starke Auswirkung auf die Lebensbedingungen hatte. Diese Gruppe stand nämlich nicht unter dem Schutz des Internationalen Roten Kreuzes, sondern, also Schutzmachtfunktion hatte eigentlich für Kriegsgefangene das Internationale Komitee des Roten Kreuzes. In dem Fall fand das nicht statt und das bedeutete, dass Kontrollbesuche in den Kriegsgefangenenlagern nicht stattgefunden haben. Es bedeutete aber auch, dass medizinische Versorgung nicht stattgefunden hat und Lebensmittelpakete nicht gekommen sind. Das ist also, sagen wir mal, auf der rechtlichen Ebene sind das die Konsequenzen und auf Arbeits- und Lebensbedingungsebene gab es auch ganz starke Auswirkungen. Da kann ich vielleicht in der nächsten Runde nochmal kommen. Ich weiß nicht, Frau Dernbach, wollen Sie nochmal was fragen oder soll ich? Mir fällt jetzt nur spontan ein, weil ich ja auch die Ausstellung gesehen habe und mich damit eine Zeit lang beschäftigt habe, dass eben auch die Behandlung sehr brutal war, der IME. Vielleicht können Sie da noch zwei Worte dazu sagen. Man denkt ja immer, am schlimmsten wurden die sozusagen rassisch als Minderwertigkeit, in Anführungszeichen alles minderwertig angesehenen Juden, Slaven behandelt, aber die Italiener reihen sich von 43 an da ein. Ja, genau. Und das hat tatsächlich ganz massiv was mit dem Aspekt zu tun, der hier schon angesprochen wurde. Deutsche Führung und Bevölkerung hegten tatsächlich starke Rachegedanken gegenüber dieser Gruppe. Das hat was mit diesem Verrat, also die deutsche Propagandamaschine hat das ganz massiv ausgewalzt, dass die Italiener Deutschland verraten haben. Auch das hat was mit dem Kriegsgeschehen zu tun. Wir sind eben in 1943 im September relativ spät im Krieg. Italien war einer der verlässlichen Bündnispartner bis dahin und war jetzt nicht mehr da. Und dafür galt es, Rache zu nehmen. Und der Rachegedanke bestimmte tatsächlich die Lebensbedingungen bis ins Kleinste. Und nur ein paar Beispiele, die Ernährungsrationen sind festgelegt worden, gleich mit denen der sowjetischen Kriegsgefangenen. Und die Unterbringung in den Kriegsgefangenenlagern fand auch nicht immer flächendeckend, aber auch in den Bereichen statt, wo die sowjetischen Kriegsgefangenen untergebracht wurden. Und somit gab es sowas wie eine Gleichstellung dieser Gruppe. Der Arbeitseinsatz ist entsprechend gestaltet worden. Auch hier galt der Rachegedanke maßgeblich. Das haben Hitler und OKW umgesetzt und die Arbeitsbedingungen waren für diese Gruppe sehr, sehr schwer. Die sind in allen Branchen eingesetzt worden. Das unterscheidet sich nicht so sehr von anderen Gruppierungen, aber die Härte der Arbeit, die Härte des Arbeitseinsatzes war relativ schwer und außerdem hat man die Leistungsernährung für diese Gruppe eingeführt. Das ist alles nicht passiert für westliche Kriegsgefangene. Und das bedeutete, je weniger Arbeitsleistung, desto weniger Ernährung. Und diese Gruppe ist schon geschwächt, die kamen aus dem Krieg, die waren zum Teil krank, die sind in den Transporten unterversorgt gewesen. Auch wenn die Transporte 2-3 Wochen gedauert haben, gab es gerade mal was zu trinken und das war's. Und dann sind die in den Arbeitseinsatz gekommen und waren im Grunde genommen schon sehr geschwächt und sind dann aufgrund mangelnder Leistung, Leistungsernährung, kollektiv bestraft worden und haben weniger Essen bekommen und konnten somit weniger leisten. Das hat dazu geführt, dass man die Strategie gewechselt hat tatsächlich. Also im Sommer 1944 ist diese Gruppe in den zivilarbeitenden Status überführt worden. Als Konsequenz daraus, dass die Arbeitsleistung überhaupt nicht gebracht werden konnte von den italienischen Militärinternierten. Hat man die Strategie komplett gewechselt und sie sind eben dann aus der Wehrmacht, aus dem Wehrmachtsgewahrsam entlassen worden und als zivile Zwangsarbeitende dann weiterhin zur Arbeit eingesetzt worden. Dann versuche ich jetzt einen großen Sprung von dem, was damals geschah, zu heute oder zur unmittelbaren Vergangenheit. Trotz dieser Behandlung, die äußerst brutal war, und die zum Zeitpunkt der Debatte insgesamt, an die Sie sich sicher alle noch erinnern können, der über Entschädigung von Zwangsarbeitern, sind die IMI, übrigens nicht als einzige Westeuropäer, auch die griechischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter haben nichts bekommen,
rausdefiniert worden aus der aus dem Kreis der Berechtigten. So, das war so ein bisschen im Grunde, ich habe es immer so formuliert, hier irrte Hitler, war der Tenor des Gutachtens, das gesagt hat, die haben kein Recht daran, die hießen ja Militärinternierte, das waren ja gar keine Zwangsarbeiter, die wurden so genannt, also haben sie auch nichts. Dass sie tatsächlich Zwangsarbeiter waren, spielte keine Rolle, auch dass sie nachher in den zivilen Status überführt wurden. Ich glaube, wir können es an der Stelle mit der Entschädigungsfrage belassen. Das ist, würde ich sagen, kein Ruhmesblatt des vereinten Deutschlands. Aber wenn Sie nachher Fragen dazu haben, können wir dazu sicher mehr sagen. Frau Geppert, habe ich jetzt irgendwas vergessen, was Sie unmittelbar sagen wollten? Vielleicht noch ganz kurz was zu den anderen Gruppen sagen. Also die Grenze war ja auch für die anderen Gruppen der Arbeitskräfte durchlässig und das gehörte massiv zur Besatzungspolitik dazu. Also man hat zwischen Italien und dem Deutschen Reich gab es vor Kriegsbeginn Arbeitskräfteabkommen. Das sind eine ganze Reihe von Italienern, die aus Armutsgründen migriert sind ins Deutsche Reich, in die freiwillige Arbeit gekommen. Diese Personen, das waren etwa 200.000 Menschen, sind 100.000 etwa im Frühjahr 43 zurückgegangen nach Italien. 100.000 sind mit dem September 43 Zwangsarbeiter geworden, weil die keine Selbstbestimmung mehr hatten über Heimkehr oder nicht und Wechsel des Arbeitsplatzes oder nicht. Und dann ist mit dem Besatzungsregime massiv rekrutiert worden, und zwar unter Gewaltanwendung, also gerade in den Gebieten, wo die Wehrmacht im Kampf war mit den Alliierten. In Italien war ja ein Land, wo ein Krieg stattfand zwischen den Deutschen und den Alliierten. Da sind Menschen massiv einfach weggeschnappt worden, wegverhaftet worden, ins Deutsche Reich deportiert worden zur Zwangsarbeit. Und dann gibt es eben auch noch so eine andere Form der freiwilligen Anwerbung, die nicht gut funktioniert hat. Insgesamt sind das etwa 100.000 Personen. Ich sage das deswegen, weil durch diese verschiedenen Methoden nicht nur Männer, also die italienischen Militärinternierten waren fast zu 100% Männer. Es gab auch mit einigen Ausnahmen Frauen, ne? In Zeithain wissen wir das zum Beispiel. Über diese anderen Rekrutierungsmethoden sind dann eben auch italienische Frauen mit ins Deutsche Reich zum Zwangsarbeitseinsatz gekommen. Es sind, das ist schon angesprochen worden, Juden, Sinti und Roma deportiert worden, politisch Verfolgte. Da hat sich das Regime komplett geändert mit der deutschen Besatzung Italiens. Und man hat diese Menschen mit brutalsten Mitteln dann eben in die KZs oder Vernichtungslager deportiert. Das ist vielleicht nur noch mal so als Gesamtrahmen. Also es gab nicht nur die italienischen Militärinternierten, die Zwangsarbeit geleistet haben im Deutschen Reich, sondern auch noch andere Gruppen von Italienern. Herr Will, die Entschädigungsfrage habe ich erwähnt, das ist nicht Ihre Sache, aber es gibt natürlich und das eigentlich seit den 50er Jahren den Versuch, NS-Verbrechen, wir machen jetzt bewusst mal, um die Sache nicht zu komplizieren, kein Unterschied zwischen NS-Gewaltverbrechen und Kriegsverbrechen, obwohl das natürlich eine große Rolle spielt. Und Ihre Stelle in Ludwigsburg bei Stuttgart war da sehr wesentlich. Man nennt sie so ein bisschen spöttisch auch jetzt den letzten Nazi-Jäger. Wie viele Nazis oder wie viele Kriegsverbrecher gibt es denn noch zu jagen? Also ich bin gefühlt der fünfte letzte Nazi-Jäger, weil das seit einige Vorgänger von mir schon bekommen haben, das Etikett. Es sind natürlich immer weniger zu jagen. Ich möchte, weil ich ja hier für die Strafverfolgung stehe, möchte ich etwas erzählen über die Entwicklung der Strafverfolgung in aller Kürze. Unmittelbar nach dem Krieg gab es bereits die ersten Verfahren der Alliierten. Das begann bereits 1945. Man hat hierfür eigene Strafgesetze und eine eigene Strafprozessordnung geschaffen. Die Alliierten haben sich auf eigene Gesetze verständigt, über ihre nationalen Strafgesetze hinweg. Ihnen allen bekannt, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen Organisation. Im Spiegel dieser Strafgesetze sind die alliierten Verfahren geführt worden. Bereits Ende 1945 konnte die deutsche Justiz, die dann bereits ihre Tätigkeit wieder aufgenommen hat, mit solchen NS-Verfahren
betreut werden, wenn die Alliierten in ihrer Besatzungszone dem zugestimmt haben. Das waren Verbrechen Deutscher gegen Deutscher, Deutsche in der Regel. In den 50er Jahren ist die volle Strafgewalt für die deutsche Justiz wieder eingetreten. Mit dem sogenannten Überleitungsvertrag hat man die deutsche Justiz wieder in die Lage gestellt, alle Verfahren selbst zu verfolgen. Im Unterschied zu den Strafgesetzen der Alliierten, die 1945 geschaffen worden waren, für rückwirkend begangene Taten, gibt es im Deutschen das sogenannte Rückwirkungsverbot. Man hat die Grundentscheidung getroffen, dass man das deutsche Strafgesetzbuch für diese staatlich organisierten Gewaltverbrechen anwendet und nicht Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das waren keine Strafgesetze, die dann die deutsche Justiz noch angewendet hat. Das hat zur Folge, dass man natürlich ganz anders an die Sache herangehen musste. Ich will nur ganz kurz einen kurzen Einwand oder eine Erklärung. Wir müssen ja dann an dem Punkt, wo die deutsche Justiz das übernommen hat, von zwei Justizen reden, ne? Von der westdeutschen und der DDR. Ja. Also ich bin jetzt im Weiteren, meine Behörde wurde 1958 gegründet, zu einer Zeit, als im Westen wieder die volle Handlungsfreiheit gegeben war. Ich beziehe mich jetzt mehr auf die westdeutsche Justiz. Es hat in dieser Zeit so eine Meinung gegeben zu Italien, was der Herr Dr. Gentile gesagt wird, das war auch gar kein großes Thema. Es hat so eine Meinung gegeben, die letzten Kriegsgefangenen kamen zurück. Das hat sich alles irgendwie erledigt. Bis es dann 1958 ein Verfahren gegeben hat, das gezeigt hat, den sogenannten Ulmer Einsatzgruppenprozess, dass es in sich nicht erledigt hatte und noch viele im Ausland begangene Verbrechen nicht aufgeklärt waren. Das war Anlass für die Landesjustizverwaltungen aller Länder in Deutschland, diese Behörde, zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen, zu gründen. Wir sind eine Vorermittlungsbehörde und wir arbeiten mit dem allgemeinen Strafrecht. Wir arbeiten den Staatsanwaltschaften zu und bereiten die Verfahren vor. Die Notwendigkeit, das allgemeine Strafrecht anzuwenden, hat dazu geführt, dass man, heutzutage ist nur noch Mord und Beihilfe zum Mord strafbar, dass man sehr viel Rechtsprechung ausentwickelt hat, um diese Fälle handhaben zu können. Man hat beispielsweise sehr stark den Unterschied gemacht zwischen den Haupttätern, denen da oben, und den Gehilfen. Bei den Gehilfen konnte man wegkommen von der absoluten lebenslangen Freiheitsstrafe hin zu zeitigen Freiheitsstrafen. Das war so eine Entwicklung, die vielleicht auch noch wichtig ist für die spätere Frage, wie war die Verfolgung in Italien? Der Bundesgerichtshof hat in den 60er Jahren eine sehr prägende Entscheidung getroffen, dass er gesagt hat, jemand, der im Konzentrationslager Auschwitz tätig war, der ist nicht per se, weil er dort tätig war, obwohl dort Massenverbrechen begangen worden sind, ist er nicht per se Gehilfe. Es kommt darauf an. Man kann es aber jedenfalls nicht automatisch sagen, alle Wachleute sind Gehilfe des Massenmordes gewesen. Denn Auschwitz sei kein reines Vernichtungslager gewesen. Diese Rechtsprechung hat auch für uns über Jahrzehnte hinweg Bedeutung gehabt. Wir kommen jetzt beispielsweise zu dem Fall, dass in Italien Taten verübt worden sind, Kriegsverbrechen, fürchterlichste Kriegsverbrechen mit Hunderten von Toten. Da war das Problem da, dass man nicht sagen konnte, jemand, der einer Kompanie angehört hat, die möglicherweise beteiligt war, ist durch diese Sache bereits schuldig, zumindest der Beihilfe zum Mord. Das war etwas, das lange Zeit geprägt war. Wir haben immer die Notwendigkeit, dass wir konkrete Tatbeteiligungen feststellen mussten. Bereits in den 60er Jahren gab es aus Italien einige Fälle, die nach Deutschland abgegeben worden sind. Diese Fälle waren große Kriegsverbrechen, die in der Regel zu keinen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren oder Ergebnissen geführt haben. Das bekannteste ist, und hier unterscheide ich vielleicht doch zwischen nationalsozialistischen Gewaltverbrechen und normalen Kriegsverbrechen. Nationalsozialistische Gewaltverbrechen
Das sind Fälle beispielsweise der Judenverfolgung, der organisatorischen Judenverfolgung. 7.000 oder 8.000 Juden aus Italien ab 1943. Da gab es das sogenannte Bosshammer Verfahren, das aber gegen alle Beschuldigten eingestellt wurde. Im Übrigen waren diese Fälle auch nicht sehr, sehr konkret. Das ist in Italien häufig der Fall, dass man zwar möglicherweise die Einheit beschreiben kann bei den normalen Kriegsverbrechen, aber nicht die Täter genau benennen kann. Es gab dann eine lange Zeit der Ruhe, bis dann tatsächlich Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre durch den zu diesem Zeitpunkt wiederentdeckten Schrank der Schande, wir kommen vielleicht später noch dazu, die Verfahren wieder aufgewachsen sind. Erklären Sie den ruhig an Ort und Stelle. Den Schrank der Schande, Armadio della Vergogna. Der Schrank der Schande ist eine Entscheidung gewesen, die der damalige Militärgeneralstaatsanwalt getroffen hat, aus einem Bündel verschiedener Gründe, die der Herr Dr. Gentile auch genannt wird, eigene Beteiligung, Ost-West-Bindung, viele, viele Überlegungen, die dazu geführt haben. Man hat diese Verfahren vorläufig archiviert. Aus diesen vorläufigen Verfahren gelangte nach meiner Kenntnis jedenfalls ein Teil an die Militärstaatsanwaltschaften. In Italien gibt es Militärstaatsanwaltschaften und normale Staatsanwaltschaften, anders als bei uns, und wurden dort bearbeitet. Der Rest wurde tatsächlich in einen Schrank gestellt, die Akten, die über, glaube ich, 2000 Akten wurden in einen Schrank, oder 2000 Taten, in einen Schrank gestellt. Dieser Schrank wurde wohl im Gebäude der Militärstaatsanwaltschaft in Rom sozusagen umgedreht und an die Wand geschoben, sodass er in Vergessenheit geraten ist und erst in den späten 90er Jahren wieder gefunden und eröffnet worden sind, was dann zu späterer Zeit, ich selbst habe 2003 in Ludwigsburg angefangen, wie gesagt worden ist auch schon. Eine meiner ersten Diensthandlungen war, dass ich auf eine Dienstreise nach Verona mitfuhr, um dann Akten aus diesem Schrank persönlich auszuwerten. Das hat sich über die Jahre hinweg fortgesetzt mit sehr, sehr vielen verschiedenen Taten. Erst dann haben wir die Möglichkeit gehabt, diese Taten juristisch zu bewerten, zu erfassen. Wir hatten ungefähr über 200 Verfahren habe ich aus Italien mit nach Ludwigsburg genommen. Wir haben vielleicht so knappe 100 Verfahren an Staatsanwaltschaften abgegeben. In der Regel war es jedoch so, dass es nicht zu feststellbaren Tätern geführt hat. Vielleicht kann ich dann später noch mehr dazu sagen. Zum Schrank der Schande nochmal. Der ist einfach auch ein deutliches Zeichen. Da kann man sozusagen im Bild festmachen, wie wenig Interesse auch auf Seiten Italiens aus den genannten Gründen war. Westbindung, man wollte das nicht gefährden, die europäische Einigung und dann eben auch die Sorge, wenn wir uns mit den Kriegsverbrechen der Deutschen in Italien beschäftigen, dann kommen vielleicht unsere eigenen auch irgendwann ans Licht und müssen auch entschädigt oder in irgendeiner Weise unangenehm aufgearbeitet werden. Trotzdem, Sie werden mir vielleicht widersprechen, Herr Will, tun Sie es gerne. Ich würde jetzt einfach mal die These wagen, auch Deutschland, Sie waren an der Stelle, wo man sich wirklich bemüht hat, aber der Gesetzgeber zum Beispiel hat doch auch eine Menge getan, anfangs um, und auch teilweise die Rechtsprechung bis in die 90er Jahre, damit die Fälle nicht aufgearbeitet oder geahndet wurden. Ich erinnere an den Fall Lenig Emden, vorhin wurde von Herrn Dr. Schlaffer-Cajazzo erwähnt, ein Massaker, wo der damals, ich glaube, Ende 70er vor Gericht stand, derjenige war, der die Leute massakriert hat. Und dann wurde er freigesprochen, weil der Bundesgerichtshof annahm, dass diese Verbrechen auch schon in der NS-Zeit verfolgt worden wären. Damit war die Verjährung eingetreten. Ja? Man konnte also nicht sagen, die gilt erst nach 45, sondern die setzte bereits 43 oder 44 ein. Also es ist einiges geschehen, um die Verbrechen nicht aufzuarbeiten. Was hat das für Folgen bei Ihnen gehabt? Also es ist nicht so, dass es jetzt die allgemeine Maßgabe gab, diese Verbrechen sind nicht aufzuarbeiten. Das sind Entscheidungen, die bei den einzelnen Staatsanwälten, bei den einzelnen Staatsanwaltschaften getroffen worden sind. Ich habe selbst zu der Zeit, in dem ich die Italienfälle bearbeitet habe, nochmal selbst ein kleines Gutachten erstellt, dass es eben nicht verfolgt worden wäre, wenn sie bekannt geworden sind oder Verfahren, Kriegsverbrechen, die bekannt wurden, wurden gebilligt und man hat sogar durch Kesselring, glaube ich, die Aufforderung mit aller Schärfe vorzugehen, postuliert.
diese Entscheidung war falsch, aber es gab immer wieder die gesellschaftliche Einbettung des Ganzen. Als die zentrale Stelle gegründet wurde, hieß es zunächst, man hat nur zu verfolgen die oberen Befehlsgeber und die Personen, die im Rang nicht ganz unten standen. Noch 1965, 66 hat der damalige Leiter der zentralen Stelle bei einer Anhörung zur Verjährung von Mord oder zur Frage, ob Mord denn verjähren soll oder nicht verjähren soll, das wurde ja 1979 letztlich dann so entschieden, wie es heute ist, deswegen arbeiten wir auch noch an den Fällen, da hat der damalige Leiter gesagt, wir handhaben es so, dass wir allen kleinen Befehlsempfängern, einfachen Exekutionsschützen, dass wir denen ungefragt einen sogenannten Putativnotstand unterstellen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die dachten, wenn ich den Befehl nicht befolgt hätte, dann würde ich selbst getötet worden sein, um es auf die Spitze zu bringen. Das hat man einfach unterstellt. Ich glaube, das war auch die damalige gesellschaftliche Zeit. Ich konnte mit Vorgängern, Mitarbeitern der zentralen Stelle sprechen, die sehr engagiert waren, die sehr überzeugt waren und die auch gute Arbeit geleistet haben, die mir gesagt haben, wenn diese Leute verfolgt worden wären, dann hätte ich aufgehört, für die zentrale Stelle zu arbeiten. Für mich völlig unverständlich heute. Heute haben Sie vielleicht eher mit Dingen zu tun, wie, ich zitiere eine Spiegelzeile vom letzten Jahr, wie lange werden noch Greise vor Gericht gestellt? Das enthält ja einen Vorwurf, ne? Das kann man doch nicht machen, das sind alles alte Leute, vielleicht haben Sie danach auch ein anständiges Leben geführt. Warum arbeiten Sie daran noch? Die Justizministerkonferenz hat vor einigen Jahren festgestellt, dass die zentrale Stelle so lange tätig zu sein hat, wie es noch verfolgbare Täter und Taten gibt. Wir haben immer wieder den Vorwurf, warum erst jetzt? Auf der anderen Seite kommt der Vorwurf, warum jetzt immer noch? Das sind also die zwei Lager, die sich da sozusagen Stimme geben. Warum erst jetzt? Wir tun niemanden Unrecht, wenn wir Versäumtes nachholen. Wir haben durch das Verfahren gegen Demjanjuk das Tor zu dieser falschen Gehilfenrechtsprechung nochmal aufstoßen können. Und wir haben seither ganz wichtige Urteile erreicht. Das muss man objektiv einfach sehen. Es ist subjektiv zu spät, sehr spät und für viele zu spät, weil sie der Verfolgung entkommen sind, indem sie alt werden konnten und verstorben sind. Aber es ist aus Sicht der Rechtsprechung richtig, dass man Personen, die in Vernichtungs- oder in Lagern mit systematischen Tötungen Wachleute waren, dass man sagt, die allgemeine Dienstausübung hat diese Taten erst ermöglicht. Deswegen ist das Beihilfe zum vielfachen Mord. Wir sind dann noch weiter gekommen, dass die nächsten Urteile gezeigt haben, es geht nicht nur um die aktive Tötung, sondern wer in ein Konzentrationslager wie zum Beispiel Auschwitz gekommen ist, der hat überhaupt keine Chance gehabt, lebend dem zu entkommen. Auch italienische Internierte, die dann zu Konzentrationslagergefangenen geworden sind, der hat überhaupt keine Chance gehabt, dem zu entkommen. Deswegen ist alleine schon das Inhaftieren in einem Konzentrationslager versuchter Mord, ob der das nun überlebt hat oder nicht. Und auch die Tötung und durch die Schaffung und Aufrechterhaltung von lebensfeindlichen Bedingungen. Man muss ja sagen, die italienischen Militärinternierten waren schlecht versorgt. Teilweise in den Konzentrationslagern hat man 600, 700 Kalorien bekommen mit Abfällen, mit Sägemehl versetzt und sonstigen versetzt bei härterster körperlicher Arbeit. Man hat die Menschen durch die Arbeit und Nichtversorgung getötet. Das war auch ein Erfolg, den die deutsche Rechtsprechung später aber doch erreicht hat. Das Letzte war, man kann ja nicht sagen, dass es keine Verfahren mehr gibt, erstaunlicherweise. Wir hatten letztes Jahr zwei Verurteilungen, ein Wachmann in Sachsenhausen und eine Sekretärin, die im Konzentrationslager Stutthof, also ein Lager, das vor allem durch die Lebensbedingungen hervorgestochen ist und die Tötungen durch die Lebensbedingungen, das eines zwar noch nicht rechtskräftig, aber mit einem aus meiner Sicht richtigen Urteil, das wir auch vorbereitet haben, eine Sekretärin schuldig gesprochen wurde wegen Beihilfe
zum vielfachen Mord. Das sind die wichtigen Dinge, die wir heute noch machen konnten. Und es war auch mir ein Anliegen, der ich jetzt viele Jahre dort gearbeitet habe. Als ich dort angefangen habe, hat mir ein älterer Kollege gesagt, also um die Konzentrationslager brauchst du dich überhaupt nicht mehr kümmern, das ist alles abgearbeitet. Das mussten wir noch korrigieren. Meine Damen und Herren, zu meiner eigenen Überraschung. Ich habe gewarnt, habe gesagt, wir kommen nicht durch mit dem Thema. Und es ist auch noch einiges zu sagen, aber ich glaube, wir wären an einem guten Punkt, Ihnen das Wort zu geben, Fragen zu stellen, vielleicht auch kurz zu kommentieren. Wie schon Herr Schlaffer sagte, hier steht das Mikrofon. Sie sind, weil es eine Aufzeichnung ist, herzlich gebeten und auch damit wir Sie gut verstehen. Ah, da sehe ich schon eine Hand. Ja, ich glaube, Sie sind die erste Hand, also gerne zum Mikrofon. Vielleicht sagen Sie auch, an wen sich Ihre Frage richtet, wenn sie sich nicht an alle richtet. Ich wollte fragen, wer waren diese Partisanen und welche Rolle hat denn gespielt in all diesem Prozess? Die Partisanen waren bewaffnete Gruppen, die im Auftrag der antifaschistischen Parteien, die von den antifaschistischen Parteien organisiert wurden und von der offizielle italienische Regierung im Süden des Landes, der König von Italien war nach Süden mit großen Teilen der Regierung und hatte dort im Schutz der Alliierten dann eine eigene Regierung aufgestellt und in deren Auftrag dann gegen die Faschisten und gegen die deutschen Besatzer gekämpft haben. Also politisch ging es von den linken Partisanen, die durch die kommunistische Partei organisiert wurden, bis zu den monarchistischen und katholischen Partisanen, dann, die halt eben eine ganz andere politische Färbung hatten. Ich sehe im Augenblick niemanden. Ja, wunderbar. Claudius aus Dresden, ich bin ja auch geschichtlich interessiert und hätte eine sehr spezielle Frage zu der Definition des Wortes Deutsch bei den Kriegsverbrechen, und zwar folgendes. Seit dem 12. März 1938 waren ja alle Österreicher Deutsche per Definition. Aber die Österreicher haben ja trotzdem ihre eigene Geschichte. Nicht jetzt Solferino, sondern 1915 war ja, wie gesagt, ja Erklärung von Italien im Ersten Weltkrieg gegen Habsburg, wo ja der Kaiser Franz Josef von Österreich ja einen sehr, was soll man sagen, hier bitterbösen Aufruf an sein Volk gemacht hatte, das ja als Verrat angesehen hat. Dann war 1919 die Abtretung Südtirols ohne Volksabstimmung. Dann war Anfang der 30er Jahre eine sehr starke Italienisierung Südtirols. Und bis in den 60er Jahren wurde ja auch Südtirol noch unterstützt von Österreich, um so gewisse, wie soll man sagen, ja, Sprengstoffattentate durchzuführen. Haben Sie eine Analyse, wie viele Österreicher jetzt dabei beteiligt waren bei diesen Taten? Und haben die, also wenn Sie mal jetzt hier 8 Millionen Österreicher zu 80 Millionen Deutsche, wäre ja sozusagen 10%. Also wenn mehr als 90% Deutsche waren, wäre es ja gleich. Bei 89% wären es ja schon 10% mehr Österreicher gewesen. Und ob die in ihren Memoiren oder ihrer Feldpost das besonders nochmal herausgestellt haben, das Spannungsverhältnis zwischen Österreich und Italien. Also konkrete Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen, Einzelfälle auf jeden Fall. Ich bin, als ich mein Buch geschrieben habe vor 10-12 Jahren, habe ich von deutschen Soldaten gesprochen und gemeint Soldaten, die die deutsche Uniform getragen haben. Und überall da, wo ich gewusst habe, ganz konkret, es handelte sich um Österreicher, es handelte sich um Freiwillige aus der Sowjetunion oder Ähnliches, dann habe ich das erwähnt, aber sie trugen die deutsche Uniform und für die Zeugen damals, für die Überlebenden, waren sie kaum auseinanderzuhalten. Es gab viele Fälle, in denen Österreicher verwickelt gewesen sind. Zwei der größten Massaker, die es in Italien gegeben hat, also das im Raum von Marzabotto am Montesole und das von Sant'Anna di Stazzema, sind die jeweiligen Kommandeure der Bataillone, die dort eingesetzt waren, Österreicher gewesen, Walter Reder und Anton Galler. Wir haben kürzlich aus den kürzlich freigegebenen Unterlagen
die als der deutschen Wehrmacht, die als Beute nach Russland gebracht worden sind und digitalisiert worden sind, von der 44. Infanteriedivision, vom Pionierbataillon 80 dieser Division, die aus Wien stammte, den das erste Mal ein schriftliches Befehl, Frauen und Kinder zu töten in eine bestimmte Aktion, was dann aber auch konkret in diesem Fall auch nicht passiert ist. Insofern gibt es natürlich eine Präsenz von Österreicher, aber ich würde sagen, ihre Beteiligung bis auf diese Einzelfälle, die hervorstechen wird, so in also statistisch anteilmäßig an der Gesamtanzahl der deutschen Soldaten. Also wir gehen davon aus, dass von den deutschen Soldaten, die in Italien gewesen sind, etwa 5% aktiv an diesen Taten beteiligt gewesen sind. Also wir gehen von 1 Million von deutschen Soldaten aus. Das heißt, dann eben eine entsprechende Zahl und die Österreicher dann anteilmäßig daran. Also auch einige Tausende, die sich aktiv daran beteiligt haben, aber eine viel niedrigere Zahl als die Deutschen aus dem Reichsgebiet. Vielen Dank für die Frage, die mich auf eine an Herrn Will bringt. Hat das eigentlich für die Strafverfolgung eine Rolle gespielt, die österreichische Staatsangehörigkeit? Waren Sie da im Gespräch mit österreichischen Stellen, auch wenn Sie eine Einrichtung der bundesdeutschen und später der gesamtdeutschen Landesverwaltung waren und sind? Die Österreicher hatten eine ähnliche Behörde, wie wir es sind, die aber schon vor Jahrzehnten ihre Arbeit beendet hat. In den letzten Jahren gab es dieses Problem nicht. Wir haben natürlich immer das Problem, wenn wir ausländische Täter haben, die wir nicht nach Deutschland bekommen haben, dann müssen wir schauen, dass die Verfahren dort im Ausland geführt wurden. Das war aber schon länger nicht der Fall. Wir haben jetzt gehört, wie in Deutschland und in Österreich die Kriegsverbrechen verfolgt worden sind. Der Herr Dr. Gentiloni, vielleicht kann er sagen, wie das Äquivalent in Italien geschehen ist, also auch die Verbrechen in den Kolonialkriegen und eben auch eventuell italienische Soldaten bis eben zur Kapitulation haben die Italiener ja mitgekämpft, ganz normal auf deutscher Seite. Ja, also in Italien, wir haben das gehört, es gibt eine juristische Besonderheit, das ist ein getrenntes Justizsystem für die Streitkräfte und das existiert heute noch. Und diese militärische Justizbehörde ist zuständig für Straftaten, die von Militärangehörigen begangen worden sind. Und was den Zweiten Weltkrieg angeht, sind Straftaten, Kriegsverbrechen, die von italienischen Soldaten verübt worden sind, soweit mir bekannt, zu keiner Zeit verfolgt worden. Was es gegeben hat, ist eine Abrechnung in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in dem Faschisten wegen ihrer Verbrechen, ihrer Kollaboration innerhalb des Bürgerkriegs, also von 1943 bis 1945, vor Gericht gestellt worden sind und Partisanen, die vor Gericht gestellt worden sind für Morde, die sie im Zuge dieser inneritalienischen Auseinandersetzung begangen haben. Und darüber hinaus hat es Einzelfälle von Verfahren gegen deutsche Kriegsverbrechen. Die bekanntesten sind der Prozess gegen Herbert Kappler, ehemaliger Gestapo-Chef von Rom, der wegen des Massaker an der Ardiatinischen Höhlen, und das gegen Walter Reeder für seine Rolle in dem Massaker im Raum von Marzabotto.
Danach gab es nur noch vereinzelt solche Vorfälle bis zur Entdeckung des ominösen Schrank der Schande Mitte, Ende der 90er Jahre. Das Pripke-Prozess hat es noch gegeben und das gegen Lenike Emden in den 90er Jahren, aber eben nur sehr vereinzelt Fälle. Aber wenn es um die Italiener geht, dann muss ich Ihnen sagen, also italienische Soldaten sind wegen ihrer Taten im Zweiten Weltkrieg als Besatzungstruppen in Griechenland oder auf dem Balkan nicht vor Gericht gestellt worden sind in Italien. Kann man sagen, Herr Gentile, dass es Italien auch relativ leicht gemacht wurde? Also einmal gab es eine Absicht der Versöhnung innerhalb des Landes, an der sich auch Togliatti und die Kommunistische Partei beteiligt haben. Der andere Punkt war der, dass die deutschen Verbrechen so monströs und so groß waren, dass sozusagen die italienischen, oder ist das zu weit gegriffen, etwas abgefallen sind? Nein, natürlich nicht. Aber im Prinzip, wenn man sich die alten Dokumente aus der früher italienischen Strafverfolgung anschaut, merkt man, dass auch innerhalb der italienischen Politik und der italienischen Militärjustiz ein großes Unbehagen geherrscht hat in Bezug auf diese Verfahren. Man hat ja gesagt, ja, wir müssen aus politischen Gründen diese Prozesse führen, aber wir werden dann, sobald es möglich ist, dann diese Personen, die wir verurteilen, begnadigen und wieder freilassen. Und tatsächlich, das ist bis auf den Fall von Walter Reder und Herbert Kappler auch jedes Mal geschehen. Es haben 5, 6, 7, 8 Prozesse zwischen 1945 und 1950 stattgefunden und die verurteilten Täter sind dann innerhalb kürzester Zeit wieder aus der Haft entlassen und nach Deutschland gebracht worden. Und nur die beiden Walter Reder und Herbert Kappler, weil ihre Taten besonders symbolisch besonders wichtig waren und auch von der Anzahl der Opfer besonders schwer wiegten, sind dann in Haft geblieben und nicht freigelassen worden. Herr Will möchte sich dazu noch sagen. Ja. Wir haben nach dem Schrank der Schande ja noch eben diese Ermittlungen der Militärstaatsanwaltschaften in Italien gehabt. Vor allem in La Spezia wurde eine eigene Ermittlungsgruppe mit deutschsprachigen Carabinieri gegründet, die sich sehr aktiv gezeigt haben, die mit vielen, vielen Rechtshilfeersuchen nach Deutschland versucht haben, einheitsangehörige ausfindig zu machen von Einheiten. Das waren ganz spezielle Einheiten, die insbesondere die Taten verübt haben, Einheitsangehörige ausfindig zu machen und diesen den Prozess zu machen. Das hat die deutsche Justiz unterstützt im normalen Rechtshilfeweg. Die Prozesse wurden dann in Italien, überwiegend in Abwesenheit geführt, haben auch zu Verurteilungen in Abwesenheit geführt, was nach dem deutschen Justizsystem bei Kapitalverbrechen eben nicht möglich ist. Ich war zufällig zugegen bei einem Prozess in La Spezia, der am zweiten Verhandlungstag auch beendet werden musste, weil der Angeklagte verstarb. Da konnte ich auch mit Überlebenden und den Nachkommen von Überlebenden sprechen, die dann auch mir gesagt haben, dass es so wichtig sei, dass diese Prozesse geführt werden. Und ich war sehr berührt davon, wie wenig mir als Nachgeborenen hier an Groll und Schuldvorwurf entgegengebracht worden ist. Man hat dann seitens Italiens versucht, Auslieferungen internationalen Haftbefehl zu bekommen zu diesen Urteilen wegen der unterschiedlichen strafrechtlichen Systeme und dieses Abwesenheitsurteils konnten diesen Ersuchen aber nicht Raum gegeben werden. Man hat zum Beispiel, wenn ich das italienische Recht richtig verstanden habe, keine Unterscheidung wie im deutschen Recht zwischen Täter und Gehilfe oder Teilnehmer an einer Tat, sondern man hatte vielleicht den Einheitstäter in Italien und da hat es teilweise auch gereicht, dass man nachweisen konnte, er hat einen Befehlsrang gehabt, der Angeklagte oder Beschuldigte, das hätte in Deutschland eben auch nicht für eine Verurteilung gereicht. Ich habe es vorhin vergessen. Insgesamt ist natürlich aufgrund dieser Nachweisprobleme die Verurteilungsquote
ganz schlecht in Italien, auch aus dem Schrank der Schande, in Deutschland. Sie sind weiterhin herzlich gebeten, sich zu melden. Sonst, habe ich jemanden übersehen? Wunderbar. Vielen Dank für die sehr interessanten Eindrücke. Wenn es möglich ist, würde ich sehr gerne zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, gab es trotzdem noch Einheiten der italienischen Armee, die weiter auf der deutschen Seite gekämpft haben? Und die zweite Frage ist, inwieweit müsste man den Mythos Rommel auch in Anbetracht der Taten, die da passiert sind, überdenken? Sprachen Sie von dem Mythos Rommel? Habe ich akustisch richtig verstanden? Also über Herr Rommel, der ja doch über als General mit doch sehr weißer Weste dargestellt wird. Naja, gut. Erwin Rommel übernimmt das Kommando in Norditalien im September 1943 und ist für einige Wochen dort tätig. Innerhalb seines Befehlsbereichs zu dieser Zeit geschehen auch Kriegsverbrechen, die man eindeutig als Kriegsverbrechen bezeichnen kann, durch Einheiten der Waffen-SS, der Leibstandarte Adolf Hitler. Zum Beispiel an Lago Maggiore werden etwa 25 bis 30 Juden ermordet unter sehr brutalen Umständen, darunter auch Kinder und so weiter. Und das geschieht unter sein Oberbefehl. Und gegen Ende September kommt von ihm ein Befehl an die Truppen, der schärfste Maßnahmen gegenüber die ehemaligen Soldaten der italienischen Truppen verlangt. Aber über diese Einzelfälle, die vor allem der nennen wir das in Anführungszeichen Tatendrang von Waffen-SS-Einheiten gewesen ist, finden unter seinem Kommando nicht viele Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen in der Zeit finden eher unter das Kommando von Kesselring. Insofern glaube ich, der Mythos Rommel ist sowieso problematisch und ich glaube, der Mythos Rommel ist schon entsprechend revidiert worden auf Grundlagen überhaupt von sein ganzes Verhalten im Zweiten Weltkrieg und jetzt nicht speziell an diesen Ereignis, an diese Episode in Italien. Die erste Frage von Ihnen war nach Verfahren gegen kollaborierenden Einheiten der. Ja, also es hat natürlich viele solche Einheiten gegeben. Die Deutschen hatten ein großes Interesse, so schnell wie möglich wieder bewaffnete italienische Truppen aufzustellen, vor allem aufgrund die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Und die neofaschistische Regierung, Mussolini persönlich insbesondere, hatte ein großes Interesse oder einen großen Wunsch, bald wieder kämpfende italienische Truppen aufzustellen. Und es wurden zum Beispiel 4 Divisionen aufgebaut, die in Deutschland ausgebildet wurden und sehr viele kleinere Arbeitsbataillonen, Pionierbataillonen, Artillerieabteilungen und ähnliche Truppen aufgestellt. Eine kleine Luftwaffe, eine kleine Marine. Und insgesamt müssen auf deutscher Seite mindestens 100.000 Italiener gekämpft haben. Vielleicht kann ich dann da gleich nochmal einhaken, weil das nämlich ein ganz interessantes Moment bei der Rekrutierung dieser Menschen gibt. Und zwar in Bezug auf die italienischen Militärinternierten. Diese Gruppe ist mit Gefangennahme gefragt worden, ob sie auf deutscher Seite bzw. Mussolinis Seite weiterkämpfen wollen würde oder nicht. Und das Gros hat tatsächlich sich für ein Nein entschieden unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Also nicht allen war, glaube ich, klar, welche Konsequenz das mit sich brachte, aber vielen war schon klar, dass sie sich damit für die Kriegsgefangenschaft entschieden haben.
Genau, und also man sagt so rund roundabout 200.000 sogenannte Kollaborationswillige ehemalige italienische Militärangehörige hätten sich bereit erklärt, wieder bei Mussolini bzw. bei der Wehrmacht mitzukämpfen. Ich glaube, ganz wichtig ist der Punkt, dass es nicht alle wirklich in die kämpfende Truppe geschafft haben, sondern es eigentlich tatsächlich auch ein bisschen verhandelt worden war, aufgrund des großen Misstrauens der deutschen Seite gegenüber der Aufstellung neuer Armeen für Mussolini, dass man versucht hat, diese Leute stärker in die Hilfsarbeiten zu bringen, ne? Also Baubataillone und sowas oder Versorgungseinheiten. Der Twist ist deswegen auch ganz wichtig, ich führe das jetzt mal ein bisschen weiter fort, weil mit diesem Punkt, dass das Gros der gefangenen italienischen Militärangehörigen sich für die Kriegsgefangenschaft entschieden hat, später genau das eine Brücke war, als Opfer Anerkennung in Italien zu bekommen. Also das gilt inzwischen als Resistenza senza armi, also Widerstand ohne Waffen. Und diese Gruppe der italienischen Militärangehörigen, die in deutsche Zwangsarbeit kamen, haben ein großes Problem mit der Anerkennung als Opferstatus in Italien gehabt, in Deutschland noch viel mehr, aber sie sind ja Mitglieder einer faschistischen Armee gewesen und sind deswegen im Konkurrenz mit der Partisanenbewegung ja nicht diejenigen gewesen, die in Italien mit der Waffe Widerstand gegen die deutsche Besatzungsherrschaft leisten konnten, sondern sie sind in Deutschland gewesen und haben für die Deutschen gearbeitet. Und wie gesagt, erst mit dem Moment, als man das von dieser Opfergruppe aus nach vorne bringen konnte und das auch in der italienischen Forschungslandschaft nach vorne gebracht werden konnte, dass diese Entscheidung für die Kriegsgefangenschaft eben ein Widerstand ohne Waffen ist, ist der Weg gegangen, in Italien konnte der Weg gegangen werden, dass diese Gruppe eine Anerkennung als Opfergruppe bekommen hat. Das möchte ich vielleicht jetzt noch mal ergänzen an der Stelle. Ja, vielen Dank dafür. Das ist uns vorhin ein bisschen weggerutscht, aber das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Sie müssen sich leider auch zum Mikrofon bewegen, von ganz rechts nach fast links. Zuerst Dankeschön für die interessanten Ausführungen, die ja sehr unbekannt waren in Deutschland. Ich hatte davon gehört, von den Verbrechen in Italien, von der deutschen Wehrmacht. Bei mir taucht jetzt eine Frage auf oder ein Widerspruch. Sie sprechen ja von Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht. Und bei mir taucht nun die Frage auf, Bundeskanzler Adenauer hat ja 1952 auf eine Anfrage im Bundestag von der Wehrmacht eine Ehrenerklärung für die deutsche Wehrmacht abgegeben, dass sie fair in allen Waffengattungen gekämpft hat. Nachfolgend ist dann von der vom Vertreter der Waffen-SS die Frage gekommen, gilt das auch für die Waffen-SS? Hat Bundeskanzler Adenauer gesagt, jawohl, das gilt auch für die Waffen-SS, sofern nicht einzelne Verbrechen begangen sind. Und die Frage habe ich jetzt mal, diesen Widerspruch zu klären. Sie sind wieder dran, Herr Gentile. Naja, die Ehrenerklärung von Adenauer, auf die Sie ansprechen, ist eine politische Entscheidung gewesen, eine politische Maßnahme und ging nicht eine konkrete Auseinandersetzung mit dem, was geschehen war. Sie sollte dazu dienen, den Weg zu öffnen für ehemalige Angehörige der Wehrmacht und der Waffen-SS auch zum Beispiel in die neuen Streitkräfte der Bundesrepublik einzutreten. Was diese Personen konkret gemacht haben, ob Kriegsverbrechen geschehen ist, das ist zu dieser damaligen Zeit überhaupt nicht untersucht worden. Daher besteht letztendlich kein Widerspruch, weil auch die Erforschung diese Taten jahrzehntelang erstmal geruht hat. Es war einfach nicht bekannt. Man hat dich danach gesucht. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage einigermaßen beantwortet. Man kann, glaube ich, jetzt aufgrund dessen, was erforscht wurde, von Ihnen, Vorgängerinnen und Vorgängern, sagen, dass das als Fake News
mittlerweile feststeht, oder? Ja, also die Fairness der Wehrmacht. Wir haben vorhin die Wehrmachtsausstellung. Gut. Naja, man kann natürlich jetzt nicht bezüglich der tatsächlichen Teilnahme an Kriegsverbrechen, man kann wirklich nicht alle Menschen, die damals eine deutsche Uniform getragen haben, über einen Kamm scheren. Das ist unhistorisch, das ist falsch. Wir gehen davon aus, dass etwa 5% der damaligen Uniformträger sich an solche Taten aktiv beteiligt haben. Die anderen haben es halt eben nicht getan. Und in der Nachkriegszeit hatte daher auch die überwiegende Mehrheit der ehemaligen deutschen Uniformträger ein gutes Gewissen, weil sie wussten, wir haben es nicht gemacht. Und da es politisch nicht gewollt war, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, hat man das einfach nicht weiter untersucht. Und als Propaganda, als kommunistische Propaganda abgetan. In Wirklichkeit, diese Taten waren geschehen, nur halt eben nicht alle waren daran beteiligt und es gab Einheiten, zum Beispiel der Waffen-SS oder der Division Hermann Göring, die überdurchschnittlich daran beteiligt waren. Es gab dann Divisionen des Heeres, die von denen überhaupt nicht bekannt ist, dass sie auch nur in der Nähe von solchen Verbrechen gekommen sind. Also so differenziert muss man das halt einfach sehen. Und das, was Kanzler Adenauer damals gemacht hat, war halt eben undifferenziert. War ein Pauschalurteil aus politischen Erwägungen. Vielleicht noch ergänzend dazu, ich stimme dem auch zu. Wir wissen aus Italien beispielsweise im Apennin, als es viele Partisanen Angriffe auf die Nachschubstationen der Deutschen gab, an der wichtigen zentralen Straße an der Küste. Das war Gebiet der Divisionen, das war Gebiet der Wehrmachtsdivisionen. Und diese Wehrmachtsdivisionen waren auch dafür zuständig, dass sie für die Bestrafung dieser Einsätze, möchte ich sagen, zuständig waren. Man hat Jagd- und Einsatzkommandos gebildet, um auch gegen die Partisanen vorzugehen. Die Partisanenangriffe hat man teilweise als völkerrechtswidrig auch noch gesehen in der Nachkriegszeit und auch in gewisser Weise es für gerechtfertigt gehalten, dass man sich dagegen gewehrt hat, dass das Ganze dann vielfach Unschuldige, auch Frauen und Kinder getroffen hat, war die andere Seite. Wir sind jetzt praktisch am Ende unserer Zeit und ich sehe auch im Augenblick keine weiteren Fragen mehr. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, wir haben ja noch eine Möglichkeit, die Fragen im Zweier- oder im Dreier- oder im Vierergespräch im Anschluss zu vertiefen. Eine Frage würde ich gerne noch stellen und sie richtet sich zuerst an Frau Gebhardt. Wir haben jetzt über die Schwierigkeiten des Erinnerns, aber auch an Sie, Herr Gentile, Sie sind da, Sie können gerne intervenieren, Herr Will, aber ich weiß nicht, ob Ludwigsburg da so in erster Linie gefragt ist. Wir haben über die Schwierigkeiten des Erinnerns gesprochen, auch wie leicht es zum Beispiel ging, die Entschädigung der westlichen Zwangsarbeitenden, speziell der Italiener, zu verhindern. Mit dieser Geschichte, auch wenn die immer wieder Peaks hatte, welche Chance hat die Erinnerung denn heute, gerade an den Zweiten Weltkrieg Deutsch-Italien? Nehmen wir Ihre Erfahrung mit der Bildungsarbeit, mit dieser Ausstellung, mit der Zwangsarbeiter-Gedenkstätte oder auch Ihre, Herr Gentile, was Anfragen angeht, was vielleicht auch Förderung von entsprechender Forschung angeht, die Sie ja wesentlich machen. Frau Gebhardt. Also ich glaube, die große Chance in der Aufarbeitung liegt darin, etwas mehr Verständnis füreinander zu erwirken. Also ein Besucher hat es ja sehr schön gesagt, er wusste eigentlich gar nichts von all dem. Und das ist Standard. Also viele Menschen in Deutschland wissen wenig über diese gesamte Thematik. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn man differenziert betrachtet und darüber eben auch wirklich aufklärt und bildet. Wir haben ja
verbunden, das haben Sie schon gesagt, Frau Dernbach, mit der Ausstellung natürlich auch entsprechende Vermittlungs- und Bildungsangebote. Die Besucher jetzt speziell zur Ausstellung der Geschichte der italienischen Militärinternierten, da gibt es ganz spannende, unterschiedliche Reaktionen. Also die italienische Seite hat fast immer einen Bezug zu dem Thema aufgrund von familiären Bindungen. Also fast in jeder Familie in Italien war jemand IMI oder war betroffen von dem brutalen Besatzungsregime. Menschen, die mit dem Hintergrund in die Ausstellung kommen, sehen das tatsächlich auch als eine Würdigung des Schicksals ihrer Verwandten an, auch wenn diese einzelnen Personen gar nicht in der Ausstellung vorgestellt werden. Dennoch funktioniert das für sie pauschal schon. Und man kann dann noch mal ganz anders ins Gespräch kommen. In der Vorbereitung der Ausstellung, das war eigentlich auch ganz, ganz spannend, ist es so gewesen, wir hatten schon mehrfach versucht, an italienische Familien heranzukommen, um immer wieder an Material zu dem Thema zu kommen. Das hat nicht gut funktioniert. Da hat die nicht erfolgte Entschädigung große Gräben aufgeworfen. Als dieses Projekt offiziell von beiden Staaten vereinbart wurde, denn das ist eine staatliche Verabredung zu diesem Ausstellungsprojekt gewesen, auch als eine Erinnerungsarbeit, waren die Türen offen bei den italienischen Familien. Wir konnten dort tatsächlich dann Material finden und in die Ausstellung mit einbringen. Das sind so zwei Momente. Und von der deutschen Seite ist es so, obwohl wir nicht die einzige Gedenkstätte oder das Dokumentationszentrum sind, das versucht, über diese Geschichte Aufklärung zu betreiben, ist es immer noch relativ unbekannt. Also die Geschichte der Militärinternierten unbekannt, aber die der anderen Zwangsarbeitenden aus Italien noch viel unbekannter. Da kommen eigentlich überwiegend Reaktionen, ach, das habe ich gar nicht gewusst, ach, das ist ja total interessant, ach, das finde ich ja ganz spannend. Vor allen Dingen auch in Bezug auf Stereotype und Vorurteile, die wir heute in Deutschland noch gegenüber von Italienern haben, das wird Besuchenden dann bewusst und das ist hilfreich. Also man kann die eigene Position dann hinterfragen und merken, oh, man läuft ja in einer Bahn, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg gestartet wurde, weiter und da könnte man ja mal überlegen, das zu ändern. Und dann gibt es aber auch so Momente bei deutschen Besuchern, die ob der Ungerechtigkeit der nicht erfolgten Aufarbeitung, also jahrelang nicht erfolgten Aufarbeitung und der vor allen Dingen nicht erfolgten Entschädigung, das wird als großes Unrecht empfunden von deutscher Seite. Das sind vereinzelte Besucher, also ich will jetzt nicht sagen, dass das die Masse ist, aber diese Ausstellung und diese Form der Bildungsangebote und Aufklärung hilft, glaube ich, einfach sehr stark, dass man nochmal anders ins Gespräch kommen kann miteinander. Aus meiner journalistischen Erfahrung kann ich das bestätigen, aus Leserbriefen. Es gibt eine große Ungläubigkeit, dass wir Deutsche sowas mit den Italienern gemacht haben. Ja? Also beim Italiener denkt man an den Italiener an der Ecke und es ist doch alles so schön und an den Urlaub und nicht an brutalste Verbrechen, die Deutsche, ja, in ihrem späteren Lieblingsurlaubsland begangen haben. Aber ich gebe das Wort weiter an Herrn Dütti. Ja, ich habe nach wie vor den Eindruck, dass dieses Thema immer noch aktuell und präsent ist und insgesamt das Thema Zweiten Weltkrieg und Erblasten der nationalsozialistischen Zeit ist nach wie vor sehr präsent. Es ist letztendlich die schlimmste Zeit, die Europa erlebt hat und solange, möge Gott behüte, dass es nicht so sein wird, solange das nicht durch etwas noch Schlimmeres getoppt wird, wird es auch in unserem Bewusstsein als das bleiben, als die dunkelste, schlimmste Zeit für Europa bleiben und wird uns weiter beschäftigen. Was Italien angeht, mich erreichen eigentlich seit vielen Jahren im Durchschnitt einmal im Monat, einmal alle zwei Monate Anfragen, sowohl aus Italien als auch aus Deutschland, von Kinder, Enkelkinder inzwischen, von ehemaligen Kriegsteilnehmern, die nach Informationen fragen und die ich gelegentlich helfen kann und gelegentlich nicht helfen kann. Aber man merkt, dass dieses Thema noch sehr präsent ist und sehr, die Menschen sehr beschäftigt.
auch auf diese Ebene der persönlichen, der familiären Auseinandersetzung mit dieser Zeit. Also da kann ich ergänzen, dass es bei mir mehr, also mich erreichen wöchentlich 2 bis 3 Anfragen zur Schicksalsklärung und da steht in der Tat ein großes Bedürfnis hinter, das besser zu verstehen, was da passiert ist. Das wäre allerdings ein ermutigendes Zeichen dafür, dass die Erinnerungen und das Erinnern wollen nicht zu Ende gehen, auch wenn zum Beispiel in Ludwigsburg demnächst es keine Täter mehr zu verfolgen gibt, weil auch die Langlebigsten nicht mehr sein werden. Ich denke, wir hier oben haben versucht, Ihnen möglichst viel Input zu geben. Ich habe mich persönlich gefreut über die vielen Fragen. Es tut mir auch ein bisschen leid, jetzt einen Cut machen zu müssen. Aber wie gesagt, es gibt ja weitere Möglichkeiten und Näheres dazu, sagt aber der Gastgeber, Herr Dr. Schlaffer. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Wir haben also das Jahr 2025, dort wird sich das Kriegsende zum 80. Mal jähren. Und wir sehen also auch heute bei dieser Diskussion, selbst nach 80 Jahren ist die Geschichte nicht vorüber, sondern die Vergangenheitsbewältigung und vor allem die justizielle Vergangenheitsbewältigung hält immer noch an und ist im vollen Gange. Und bei dieser Vergangenheitsbewältigung haben wir auch verschiedene Phasen in diesen 80 Jahren und vor allem auch im Hinblick, was das Rechtsverständnis, die Rechtsauslegung betrifft, durchmachen müssen. Karl Jaspers hat in seiner ersten Vorlesung nach dem Krieg in Heidelberg 46 mal gesagt, das deutsche Volk ist mit dem Ende des Dritten Reiches nicht ausgewechselt worden. Und mit diesem klaren Statement hat er auch die Grundlage für die Vergangenheitsbewältigung letztendlich für die Last der Vergangenheit gelegt. Denn die Menschen waren nicht über Nacht von Anhängern einer Diktatur zu Demokraten geworden oder auch nicht alle waren auf einmal exkulpiert, sondern sie waren beteiligt, sie waren verstrickt und sie waren auch Nutznießer dieses Systems. Und auch wenn die Alliierten mit dem Militärgerichtsverfahren, zum Beispiel die US-Amerikaner haben die ja in Dachau, auch auf dem ehemaligen Konzentrationslagergelände, sofort durchgeführt, mit der Rechtsgrundlage aus dem angloamerikanischen Recht. Sie haben einfach das übertragen und haben gesagt, alle Angehörigen, zum Beispiel der SS, sind der Conspiracy schuldig oder des Common Design. Also sie haben einen gemeinsamen Wunsch zur Begehung von Straftaten gehegt, indem sie in diese Organisation eingetreten sind. Damit konnte man viel schneller handeln, als es dann die bundesdeutsche Justiz konnte, die, wie Herr Oberstaatsanwalt Will dargelegt hat, wir gehen ja von der Schuld, wir müssen die einzelne Schuld, die individuelle Schuld nachweisen. Und es kam dann zu grotesken Situationen, dass diejenigen, die in alliierten Militärgerichtsverfahren schon angeklagt waren, aber nicht verurteilt wurden oder selbst verurteilt wurden, dann vor bundesdeutschen Gerichten wieder als Zeugen gegen ehemalige Untergebene oder weit geringere Täter auftraten. Und das hat natürlich auch mit dem sogenannten Überleitungsvertrag zu tun. Aber es war natürlich auch eine Situation der damaligen Zeit, dieser 50er, 60er Jahre, dieser Aufarbeitung. Und Sie haben es auch genannt, die Ehrenerklärung von Konrad Adenauer. Die hatte zuvor ja Eisenhower ja auch schon abgegeben für den deutschen Soldaten. Und das war eine Konzession an die ehemaligen deutschen Soldaten in den neuen Streitkräften, die dann Bundeswehr heißt, wieder dienen, zu dienen. Dass damit im Paroleverfahren auch Verbrecher mit exkulpiert wurden und auch entlassen wurden aus den alliierten Gefängnissen, das wurde in Kauf genommen. Es ist kein Ruhmesblatt, aber die Aufarbeitung hat dann doch gezeigt, dass sie dazu fähig ist, dass sich das gesellschaftliche Denken wandelt und dass es dann zu einer doch, sagen wir mal, auch substanziellen Vergangenheitsbewältigung und Aufarbeitung gekommen ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei dem heutigen Podium
für diese für mich auch weiter tollen Einblicke, die ich hier bekommen habe, von einem, ich nenne es mal so, unterschätzten und oftmals vergessenen Schauplatz des Zweiten Weltkrieges. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die anregenden und wirklich konziliante Diskussion. Ganz herzlichen Dank. Wie schon bereits angesprochen, werden wir jetzt im Anschluss, lade ich Sie noch zu einem Empfang ein im Foyer. Vor einem Glas Wein kann man trefflich noch über das eine oder andere diskutieren, aber wir bleiben immer freundlich dabei. Und ich denke mal, das sollte auch zum Jahresausklang so bleiben. Das war auch unsere letzte Veranstaltung in diesem Jahr. Wir beginnen nächstes Jahr vermutlich wieder im Februar mit unserer ersten Veranstaltung, mit einem sicherheitspolitischen Thema. Ich lade Sie herzlich wieder dazu ein. Weiteres entnehmen Sie bitte unserer Website und unseren Ankündigungen und wünsche Ihnen jetzt schon mal eine besinnliche Vorweihnachtszeit, Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr. Bleiben Sie gesund und freundlich.